Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es endlich ein Review zu einer Darkside-Sorte. Ich habe euch ja schon mein Lieblings-Setup für Darkside empfohlen und auch meine 5 Lieblingssorten. Eine von denen stelle ich euch heute vor. Als erstes geht es um den Lemon Blast. Sollte euch das Video gefallen, lasst wie immer einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da bin ich wieder mit dem Darkside Lemon Blast. Wie gesagt, eine meiner 5 Lieblingssorten von Darkside. Falls ihr das Video nochmal sehen wollt, verlinke ich euch oben. Schaut euch das gerne nochmal an. Da habe ich ganz ausführlich drüber gesprochen, was so meine 5 Favoriten von den 16 erstmal nach Deutschland gekommenen Darkside-Sorten sind. Aber wie gesagt, heute soll es als erstes um den Lemon Blast gehen. In so einer Verpackung kommt das zu euch. Da drin ist ein Zipper. Am besten holt ihr euch hier so eine Plastikverpackung. Füllt den Tabak da rein um, weil in diesen Plastikdinger mit diesem Zipper, beziehungsweise es ist nicht mal ein Zipper, es ist einfach nur eine Tüte, die ihr aufreißen müsst. Also ihr könnt die auch nicht wieder verschließen. Deswegen definitiv so einen Plastikdippen holen, den Tabak da reinfüllen. Wenn ihr jetzt den Tabak innerhalb von 1-2 Wochen leer habt, wäre das wahrscheinlich auch okay, den in dieser Packung offen einfach stehen zu lassen. So schnell sollte da nichts passieren. Preislich lag das Ganze auf der Messe bei 17,90 €. Ich habe mir auch mehrere Packungen auf der Messe gesichert, unter anderem die hier noch für 17,90 €. Das hier ist jetzt Core, rauchen tue ich aber gerade Base. Der einzige Unterschied zwischen Core und Base bei Darkside ist die Nikotinstärke. Also bei Core habt ihr nochmal ein bisschen mehr Nikotin mit drin, aber auch der Base hat auf jeden Fall schon ordentlich Nikotin. Regulär kostet das Ganze dann 20,90 € in Deutschland, was auf jeden Fall schon ziemlich teuer ist, aber für ein russisches Produkt, das dann nach Deutschland kommt und so weiter, ist es wohl irgendwo okay. Und sie haben einfach ein paar Geschmacksrichtungen, die unangefochten die geilsten sind in dieser Kategorie. Von daher, ja, ich habe mir jetzt schon mehrere Packungen nachgekauft. Wie gesagt, das tut weh mit den 20,90 €, aber es ist in Ordnung. Ich blende euch gerade mal den Kopfbau ein, da seht ihr schon, ich habe das wieder in dem Vusco Rimsia gebaut, habe ich euch ja auch schon im Video empfohlen mit meinen Darkside Lieblings-Setups. Es ist ein sehr feiner Schnitt und die Feuchtigkeit ist abartig krass. Also der Tabak ist super, super feucht und man hat auch definitiv überschüssige Molasse mit drin. Wenn man so eine Packung in dieser Tupperdose dann irgendwann leer hat, merkt man schon, da unten ist teilweise noch eine heftige Suppe mit drin. Der Schnitt ist aber sehr, sehr geil. Man baut Darkside meiner Meinung nach am besten in so einem Mehrlochkopf mit einem HMD oben drauf und dann extrem fluffig, ohne Kontakt zum HMD oder Smokebox oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und dafür ist dieser sehr feine, lockere Schnitt einfach unglaublich gut geeignet. Ihr müsst nur einmal kurz vorher umrühren, dann ganz locker den Tabak in den Kopf packen, gucken, dass alles schön verteilt ist und dann passt das schon. Und deswegen Schnitt und Feuchtigkeit eigentlich okay. Problem mit der Feuchtigkeit, wenn ihr einen Mehrlochkopf raucht, dann sifft es euch relativ schnell die Bowl zu. Ist halt leider einfach so bei Darkside. Kleine Abhilfen können da zum Beispiel sowas wie hier der Conceptic Molassefänger schaffen. Der passt zum Glück gut auf meine Mouse Breeze, mit der rauche ich auch gerade, mit dem Mouse Element Mundstück, weil da kommt bestimmt wieder die Frage, deswegen sage ich es gleich vorne weg. Ich würde sagen, nachdem wir Schnitt und Feuchtigkeit geklärt haben, kommen wir mal zum Geruch. Lemon Blast, der Name sagt das ja schon, soll eine Zitrone sein. Und geruchlich ist das Ganze für mich klar. Also ihr habt auf jeden Fall eine gute Grundtabaknote, die da immer im Hintergrund am Start ist. Bei Supernova riecht ihr zum Beispiel auch nur den Grundtabak. Das hat gar keinen Geruch. Supernova ist diese geile Frische. Also es ist weder Menthol noch Minz, es ist einfach nur kalt. Ich kann das auch nicht anders beschreiben, es ist einfach kalt. Der Lemon Blast hat auch so eine fruchtige Frische mit dabei. Die Zitrone erinnert mich an diese typische Krümel-Eistee-Zitrone. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr den Krümel-Eistee von früher noch kennt. Ich habe den auf jeden Fall früher mit meinem Bruder super oft getrunken. Und daran erinnert er mich 1:1. Bei dem Setup, am Anfang packe ich 4 Kohlen drauf. Mittlerweile sind es nur noch 3, das heißt 2 in der Smokebox, eine auf Kipp. Kommen dann so Wolken raus. Also wir schauen uns mal die Rauchentwicklung an. Rauchmäßig kann man sich da auf keinen Fall beschweren. Der könnte gerade sogar noch einen Ticken mehr Hitze abhaben, weil ich jetzt länger nicht gezogen habe. Ja, aber Rauchentwicklung auf jeden Fall top. Also wenn der Kopfbau sitzt, qualmt Darkside ohne Ende. Wenn ihr es nicht so stark haben wollt, noch ein kleiner Tipp zwischendrin. Ihr könnt das Ganze auch im Funnel rauchen und desto angepresster ihr den Tabak raucht, desto einfacher ist es vom Nikotingehalt. Ich habe mich jetzt nach den ganzen Darkside-Events und so schon fast daran gewöhnt, dass der so stark ist. Also für mich ist das auf jeden Fall absolut okay. Es gibt definitiv Tabaksorten, die ja noch deutlich stärker sind, zum Beispiel Tangiers oder Dahlia Black, vor allem in der Strong-Variante.
die hauen nochmal ordentlich mehr rein, was Nikotin angeht. Aber Geruch auf jeden Fall ziemlich gut. Mir gefällt es, ich mag diesen Krümel-Eis hier. Bei mir kommen da direkt irgendwelche Nostalgie-Erinnerungen hoch. Von daher holt es mich auf jeden Fall ab. Bleibt nur noch der wichtigste Punkt, der Geschmack. Und auch da ist es für mich genau wie im Geruch 1:1 identisch. Also wenn euch der vom Geruch gefällt, wird er euch auch beim Geschmack gefallen. Ich finde, ihr habt so eine sehr leckere, frische Note. Jetzt nicht übertrieben minzig oder übertrieben mentholastig. Es ist einfach so eine fruchtige Frische, die dabei ist. Und der Hauptpunkt ist aber einfach diese grandiose Zitrone, die halt so krank an diesen Krümeleis erinnert. Also für mich auf jeden Fall ein absolutes Brett. Ihr habt euch ja wahrscheinlich schon gedacht, dass das Review positiv ausfallen wird, denn der ist, wie gesagt, in meiner Top 5 von den Darkside-Sorten. Ja, falls ihr den schon geraucht habt, lasst gerne unten nochmal einen Kommentar da, wie ihr den ganzen Tabak so findet. Falls ihr eine andere Lieblingssorte von Darkside mal empfehlen wollt, die ich als nächstes empfehlen sollte, packt unten einen Kommentar rein. Ansonsten gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.